beiden, aber jetzt kommt schon Anatello, die Programm Nummer 1, übernimmt hier das Kommando vor der Stallgefährtin Patchouli. Dahinter dann außen galoppieren Furioso, innen daneben ist es Irresistible Light in vierter Position vor Waiting for Love und am Schluss des Feldes Hermes Fleury. Es geht in die Gegenseite hinein, Anatello zeigt den Weg, die Fahrt ist ruhig, dahinter Furioso außen, innen begleitet von Patchouli, dann Irresistible Light vor Waiting for Love und am Schluss des Feldes galoppiert Hermes Fleury, aber alles relativ dicht geschlossen. So geht es in nicht allzu hoher Fahrt Mitte gegenüber weiter. Anatello unverändert vorne vor Furioso, dahinter Patchouli, dann Irresistible Light, Waiting for Love und zwei Längen dahinter dann Hermes Fleury am Ende des Feldes. Ende der Gegenseite ist erreicht. Es geht dann jetzt in den langgezogenen Schlussbogen hinein. Und Anatello unter Clément Lecoeuvre zeigt den Weg, führt das Feld an. Furioso außen galoppierend ist Zweiter, dahinter Patchouli, dann Irresistible Light vor der Favoritin Waiting for Love und dicht auf galoppiert auch Hermes Fleury mit Tommy Scardino am Feld. Alles schließt jetzt noch dichter zusammen. Es ging am Scheitelpunkt vorbei. Das Tempo dürfte jetzt etwas freier werden. Anatello ist vorne vor Furioso und vor Patchouli. Unverändertes Bild. Dahinter Irresistible Light vor Waiting for Love und Hermes Fleury am Ende des Feldes. Jetzt ist das Feld in der Gerade. Noch 550 Meter und Anatello vorne versucht einen Satz zu machen. Kommt aber nicht so richtig weg vom Feld. Furioso ist sofort zur Stelle. Bleibt dabei. Dann wird ganz außen jetzt auch Waiting for Love langsam in die Entscheidung geführt. Aber Anatello führt vor Furioso. Patchouli und Waiting for Love an der Außenseite wird jetzt stärker. Anatello ist vorne, kann sich aber nicht so richtig lösen. Furioso ist ein starker Gegner und außen ist Waiting for Love. Anatello mit Furioso, aber ist vorne. Anatello und jetzt legt er zu. Jetzt legt er vorne zu. Noch 80 Meter. Anatello auf der Siegerstraße. Und dann geht es doch ganz leicht zum Schluss. Anatello gewinnt vor Furioso. Dann erst Waiting for Love, vor Irresistible Light und vor Patchouli und etwas weiter zurück, dann Hermes Fleury. Ja, und dann haben wir auch die Protagonisten des Rennens gleich vor den Tribünen. Der Sieger, der fehlt uns noch, der ist noch auf dem Weg zurück. Der ist relativ weit ausgependelt. Wir sehen jetzt gerade Hermes Fleury, Tommy Scardino sitzt da, Patchouli und auch Waiting for Love schon auf dem Weg zurück zum Absattelring. Anatello, der Sieger aus dem Stall TMB, der Intello-Sohn, dreijähriger Fuchshengst. Mutter ist Anna Pola, der ist jetzt noch auf dem Weg hier zurück auf die Via Triumphalis hier vor den Tribünen. Michael Figge ist der Trainer, wie gesagt, und der Siegreiter in diesem Rennen, das ist der Mann aus Frankreich, Clément Lecoeuvre. Ja, und ich schätze mal, dass der Thorsten auch dann gleich sich den Sieger schnappen wird. Clément Lecoeuvre ist jetzt soeben angekommen hier vor den Tribünen
Und dann gehen wir mal runter zu Thorsten Kassel, der mit Sicherheit jetzt gleich eine erste Stimme einfangen wird. Sieg, Clément, congratulations. We tried in English. How was the race? Sorry? How was the race? It's good. I don't have the choice to go in front. And he's very easy in front. He looks everything very cool. And for finish, he's strong. He go with the last meters. Also er sagt, das ist ein Pferd, wo man als Jockey schon Spaß hat, der hinten raus nochmal schön anzieht, der ist leicht zu reifen und das macht es natürlich aus.